Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei The Evil Knievel. Wir sind live auf Twitch. Wir haben wunderbare, wunderschöne Beruhigungsmusik im Hintergrund, die uns auf die kommenden Tage vorbereiten wird und festigen wird. Die Twitches sagen voller freudiger Erwartung auf das, was da kommen mag. Hallo, YouTube. Und der Timer läuft. Aber die Miets will uns nicht aufstehen lassen. Das ist sehr schade. Dann müssen wir sie wohl noch eine Runde weiter streichen. Naja, ich kann ja derweil eine Wurst essen. Und wie war euer Tag so? Meiner war wie immer. Sehr spannend, nicht wahr? Das Wetter war normal. Und auf dem Fußweg war so Standard halt. Oh, wir können los. Ach, schön. Ja, manchmal dauert es eine Weile, aber die Zeit muss man sich einfach nehmen. Ich finde, das gehört sich so. Zack, zückt sie die Taschenlampe, als wäre es eine Knarre. Ne, knick. So rum. So ist besser. Wort, baue mir die 14 Tode her. Oh. Ja. Da hatte ich mal eine Schusswaffe. Da habe ich die hergeddet. Das ging wirklich schnell. Ich hätte gedacht, wir können die zwei ein bisschen länger halten, aber... Dann waren es doch sehr schnell 14. Wir sind in der Bacon-Klinik. Yay. Da rennen ja noch Patienten rum. Gut, keine Patienten mehr. Auch gut. Scheiße. Er ist zu weit gegangen. Ich muss ihn aufhalten. Und am besten tun wir das, indem wir uns hier verkriechen. Nicht wahr? Bubble, People, Käseliebhaber, grüß dich. Ich hab dich hier drin. Also ein bisschen Käse ist in der Wurst drin. Du bist sehr lecker. Okay, vorsichtig. Tatjana, bist du es? Dort links sieht gut aus. Irgendwer könnte mich sehen. Ist da hinten noch einer? Nee, ne? Ding. Dieses Mal werde ich besser im Schleichen sein. Dieses Mal werde ich schleichen wie ein Weltmeister. Ich schleiche mich erstmal da unten in den Lüftungsschacht rein. Und merke dann, dass ich voll in der Sackgasse bin. Okay. Das ist aber vielleicht gar nicht mal so doof. Weil ich jetzt hier rausgucken kann. Ja. Das weiß ich zu nutzen, weil ich keinen sehen kann. So eine Scheiße. Gut, okay. Vorsichtig weiterschleichen. Aufpassen, dass uns keiner unterwegs ans Bein fasst. Da darf mich nur meine Mami anfassen. Und auch nur sonntags, wenn Waschtag ist. Kann ich hier durch? Schneller, langsamer, weg, verstecken. Oh Gott, der hat so ein vertrautes Joker-Lächeln. Da ist eine Axt! Hui, wie konnte ich die nicht sehen? Oh, da macht es sich nochmal extra klein. Ich hoffe, der bleibt da. Kann ich da rein? Oder ist das auch eine Sackgasse? Okay. Okay, das läuft schon mal ganz gut. Oh Gott. Kommt der jetzt hierher? Okay, ich habe eine Axt. Links kommt einer. Rechts kommt einer. Einen werde ich wohl wegaxten müssen. Da hinten ist eine Tür. Einfach ganz cool bleiben, immer locker durch die Lose atmen. Schleichangriff! Weg von meiner allerliebsten Lieblingstür. Da will ich gar nicht rein. Oh, okay, gut. Dann will ich da wohl nicht rein. Was mache ich denn jetzt hier? Liegt hier Tatjana rum, zufällig? Die sehen alle ein bisschen aus wie Tatjana. Alle die gleiche Frisur, alles Klone. Furchtbare Geschichte. Schleichen, ja, Baume. Du willst nur ihren Hintern sehen. Ich hab nicht gesagt, dass ich ihn nicht sehen will. Ne? Huch, kann ich die mitnehmen? Nee, der muss ja doch durch die Tür, oder ja? So weit können die gar nicht gucken, ne? Schätze ich mal. Ah ja!
Wie wär's, wenn du erstmal die Leiche da wegschiebst, anstatt hier so einen Lärm zu machen? Gut, sehr gut. Und jetzt verstecken, weil... Beantworten Sie unsere Fragen. Was fürchten Sie? Was hängt Ihnen nach? Was brauchen Sie so sehr, dass nur wir es Ihnen geben können? Wollen Sie zurück zu Ihrem erbärmlichen Leben? Sind Sie uns denn überhaupt nicht dankbar? Wir haben Sie aufgenommen. Ihnen ein neues Leben gegeben. Warum verraten Sie uns? Warum stehen Sie nicht auf unserer Seite? Ja, merkt euch das, Kinder, ne? Wenn ihr eure Drohungen aufnehmt, dann endet die immer, immer mit einem verrückten Lachen. Kann ich hier sonst nichts machen? Ich wegleuchten, kann ich euch ausschalten? Es reicht! Klappe halten und aus dem Weg! Okay, alles cool. Huch! Huch! Oh, was für ein... Hä? Bin schon noch in der Klinik, oder? Oder wo bin ich jetzt? Bin ich jetzt wieder bei Mobius? So nehme ich immer Videos, Baume. Immer lachen. Auch ohne Grund. Nein, das kann ich nicht. Das geht übelst auf den Brustkorb. Die Patienten sterben, wenn man sie an die Maschine anschließt. Was wollen Sie damit sagen, Jimenez? Ui. Nach dem, was Sie mit ihm gemacht haben, kann ich nur Vermutungen anstellen. Aber es ist, als wäre Rubens Geist im Stem gefangen. Und er greift jeden an, der in das System will. Das ist inakzeptabel. Wir müssen das beheben. Das hier darf nicht alles umsonst gewesen sein. Ruvik. Er war die ganze Zeit im Stem. Nun, er wird mich nicht kriegen. Ruvik war im Stem. Achso, und sie wollen ihn rausholen, damit sie den Stem wieder benutzen können, weil Ruvik alle Leute vernichtet, die an den Stem angekoppelt werden. Und warum sind die anderen Leute noch mit drin? Es eröffnet ihnen Möglichkeiten, haben sie immer gesagt. Aber warum ist Sebastian mit drin? Warum Joseph? Was soll das bringen? Dienen die der Ablenkung oder wie? Nee, es heißt ja Möglichkeiten. Das klingt nicht nur nach Ablenkung. Koma, ich hab's probiert mit der Dauerschleife. Das geht nicht. Aber warum Leslie? Was ist so besonders an ihm? Leslie war nicht immer so. Er wurde durch ein traumatisches Kindheitserlebnis katatonisch. Er sah, wie seine Familie ermordet wurde. Die Daten legen nahe, dass Gehirnwellensynchronisation mit Ruben bei bestimmten Traumata korreliert. In diesem Fall Rubens Verlust seiner Familie. Das genügt nicht. Wir brauchen etwas anderes als Basis. Etwas, das für viele verschiedene Personen geeignet ist. Was das für viele verschiedene Personen geeignet. Das hatten sie ja probiert, oder? Ich dachte, Ruven hätte am Anfang probiert, die Leute so sehr in den Wahnsinn zu treiben, dass sie angreifbar sind für solche Übernahmen. Anstatt einen kompatiblen Partner zu finden, einen unter Tausenden oder Millionen. Ach, Lucy, danke schön. Warum? Ich laufe doch hier nur durch schäbige Korridore. Warum ist die Musik so spannend? Will mich gleich wieder jemand verknuspern? Das ist so schlimm, als gut aussehende Frau hier unterwegs zu sein und alle rennen sie sofort auf einen los. Das ist furchtbar, ich verstehe es langsam. Ein Glück bin ich fett und hässlich. Da habe ich wenigstens meine Ruhe, wenn ich durch die Straßen laufe. Kann ich hier rein? Okay. Gibt es noch ein paar Erinnerungen abzustauben. Sieht aus wie ein Stem-Prototyp. Ohne die hässliche Fleischwurst. Das ist einfach nur ein grüner Sack. Finde ich gut.
Dann gab es ja noch die andere Variante, wo man auf so einer Fleischwurst liegt. Ist irgendwie seltsam. Sieht aus wie eine aufgequollene Rinderzunge. Oh. Oh. Wir brauchen etwas Rationales im Stand. Diese Person könnte Ruben neutralisieren. Ich meine, Ruvik. Mit meiner Kenntnis des Systems könnte ich... Auf keinen Fall. Sie dürfen die Sache nicht noch weiter verkomplizieren. Wir bereiten jemanden von uns vor. Schicken Sie jemand Unerfahrenen. Wir wissen nicht mal, ob man zurück kann. Dann muss es jemand Entbehrliches sein. Entbehrlich? So denkst du also über mich? Und ich hab dir vertraut. Was man hier nicht alles findet, ja? Und wir haben das ja nur rausgefunden, weil der Jimenez so blöd war, sich auch an den Stem anschließen zu lassen. Hätte der das nicht gemacht, hätten wir die ganzen Akten nicht, dann könnten wir seine Erinnerungen nicht plündern. Weil irgendwie machen wir das ja ganz unterbewusst, Jimenez Erinnerungen zu plündern. Vielleicht werden die uns aber auch präsentiert. Nein, ich hätte da lieber diesen Tisch. Ich hätte da viel lieber diesen Tisch stehen. Warum sollte der denn weg und dafür dann der olle Klapp-Plutsch-Verein da oben denn da? Nee, ich gehe auch lieber durch diese Tür hier. Wie jetzt? Die ist nicht... Hier hat sich gerade eine Wand angedeutet. Habt ihr das gesehen? Okay, das ist gar nicht cool. Was ist hier hinten? Die geht aber noch, ne? Okay. Aber hier ist auch nichts. Scheiße, das ist eine Falle. Oh, nö. Ja, aber sonst kann ich ja nichts machen. Oh, Handy. Psst, jetzt Handy. Psst, psst, psst. Ist jetzt hier noch mehr? Hallo? Was hat mir das denn jetzt gebracht, dass ich hier den ganzen Ekelquapfel da reinge... Was? Oh, nee, warum mache ich das? Warum zauber ich hier Ekelpampe hin? Kommt da jetzt was Interessantes bitte raus? Warum ist hier überall Schnodderpodder? Oh, nö. Und es plätschert immer lauter da drüben. Wo bin ich denn jetzt? Bin ich jetzt beim Hackebeil, Hilly Willy? Oh Gott, nein! Oh Gott, hier war doch der Sadist, hieß er. Der mit der Kettensäge. Der Mettmann. Was mache ich hier? What? Das ist aber nicht so ein Rätsel, wo alle leuchten. Oh Gott! Ich will hier nicht sein. Kommt hier der Kettensägen-Heini? Da hinten ist ein Äxtchen. Ui. Das ist kaputt auch. Dankeschön. Okay. Ich gehe jetzt mal einfach hart davon aus, dass der Kettensägen-Massaker-Mann hier nicht auftauchen wird. Hängt hier schon Sebastian rum? Nein? Dachte. Hier geht's auch nirgends hin. Okay. Sebastian war hier. Ach gut, das heißt, der Kettensägenmann ist ausgeflogen. Der ist ja dann Sebastian jagen gegangen. Für immer und immer. Bis ans Ende der Tage. Bis zum letzten Bosskampf ist er da noch rumgerannt. Von Anfang an. Der hat so eine Ausdauer, das muss man ihm echt mal lassen. Das ist nicht schlecht. Und Kidman, warum nimmst du dir nicht einfach eine von den Kettensägen mit? Ich meine, Sebastian ist hier vorbeigerannt, weil er es eilig hatte. Aber du hast alle Zeit der Welt.
Muss jetzt auch durch den Apparat. Muss jetzt auch in die Gulaschbrühe. Und dann durch die Kanaille. Oh, nee. Ja, da kann ich mich auch noch sehr lebhaft dran erinnern. Das war toll hier. Total toll. Super. Warum machst du jetzt gar keine Tresore mehr? Ach, stimmt. Hätte ich noch gucken können. Ach, nee. Eigentlich sind die mir wurscht. Das funktioniert eh nur, wenn man alle Teile gefunden hat. Und irgendwie haben wir eh schon auf dem Weg zwei übersehen. Okay. Wenn man Zeit hat, ist es echt lässig. Fast lässig. Okay, wir müssen nicht in die Olle... Oh, Gott sei Dank. Ist sie ein bisschen besser geworden im Sprint? Nee, das bilde ich mir nur ein. Warum sind wir so gut versorgt? Wir haben eine Flasche, wir haben eine Axt. Wir haben eine Taschenlampe. Sie können tun, was sie wollen. Sie halten mich nicht auf. Was soll das denn? Was treibt Möbius hier? Ich glaube ja immer noch, dass die keinen direkten Eingriff auf den Stem haben. Keinen direkten Zugriff, nicht direkt zu uns. Sondern, dass das immer noch das Mittel ist, was sie für uns verabreicht haben. Das Mittel, was uns einerseits immunisiert gegen den Einfluss von Ruvik, aber andererseits uns gefügsam machen soll, schätze ich mal. Und das ist halt so die Personifizierung von diesem Ruvik-Gegenmittel. Und zwar die, nennen wir es mal, Mobius-Loyalität. Ein Geist, der uns gefügig macht. Wir sind so sehr mit dem Geist beschäftigt, dass Ruvik uns nichts anhaben kann. Wer bist du denn? Ja genau, hoppel mal von dannen. Das ist ganz gut. Weg ist er. Da ist noch eine Axt. Wow. Wo ist er? Ist er nicht? Ist er auch nicht? Da ist er. Mit einer Schrot. Ich hoffe, er ist der Einzige hier. Schleichert. Wie jetzt? Was soll das denn? Na gut. Ich hab diese Scheiße satt. Wow. Wow, kann ich die trotzdem mitnehmen? Okay. Warum hat's denn die jetzt aufgebraucht? Egal. Egal. Wir haben jetzt... Wir haben eine Axt. Eine Schrot und eine Muni, ja, ganz geil, eine Pistole. Ah, guck, hier ist... Ah. Kidman hat eine abgesägte... Und die nimmt endlich mal den Leuten die Waffe weg. Was Sebastian nie gemacht hat. Der hat mit MPs auf sich schießen lassen und sich dann gedacht... Okay, Jungs, hier eure MPs, ich mein Revolver. Ist schon fair so. Klick, klack. Die Frage ist, verschießt sie beide Schüsse auf einmal? Okay, das ist mein Panikraum. Okay, will ich da wirklich hin? Hä, kann ich den nicht auch von innen verschließen, den Raum? Ist hier drin kein Knopf zum Verriegeln? Nee, irgendwie nicht. Ich will da nicht so recht raus, aber okay. Was soll's? Ach, die hat wirklich nur einen Schuss. Gut, dann lasst sie kommen. Okay, so viel dazu. Oh fuck! Oh fuck, nein! Oh fuck, 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 Farag! Schieß, 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 jetzt schieß doch! Ich drück doch schießen! Oh Gott! Weil rennen kannst du auch nicht mehr. Sobald sie dich einmal hatten, kannst du nicht mehr rennen. Ich dachte, ich krieg das Ding schnell genug nachgeladen, um noch eine zweite hinterherzusetzen, die vielleicht beide zu treffen mit einem Schrotkopfschuss, aber nein. Oh Gott, nein. Oh, bin ich schon wieder schlecht. Das ist der Wahnsinn. Okay, mach ich diesmal anders.
So, das hat ja keiner mitgekriegt. Doch, haben sie mitgekriegt. Na klar, haben sie es mitgekriegt. Ach so, guck mal, die kommen hier nicht rein. Doch, doch, jetzt kommen sie ja doch rein. Kann ich dich killen? Irgendwie anzünden oder so? Nee. Aber ich kann hier einen Pops erschießen. Ist schon mal viel wert. Ein Schuss noch. Okay, jetzt an ihr vorbei. An ihr vorbei solltest du. Oh Gott. Jetzt habe ich nämlich nichts mehr, was ich ihr verpassen kann. Ich kann aber die Tür zumachen. Kann ich nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kidman. Kidman, lauf, Mädchen. Lauf oder bleib stehen. Nee, nee, da kommt er wieder. Ich habe auch keine Wow. Wow, ich lebe noch. Okay, ich habe mich schon gewundert. Ich switch wieder zur Maus. Das wird sonst nichts. Baume, it's good to be bad. Ja, schön. Okay. Oh Mann, ey. Ich dachte, der ging in den Kopf. Wo ist der mit der Schusswaffe? Wo ist der mit der Schusswaffe? Der bleibt da hinten. Steht der nochmal auf? Anscheinend schon. Die kommen ja auch nicht nochmal raus. Zwei Schuss habe ich noch. Oh fuck, voll daneben, ey. Oh, 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 oh. Ja, was? Wo kommen sie? Ach Gott, da bist du. Drop der Muni? Tu da. Okay, die brauche ich jetzt irgendwie. Okay, kurze Strecken sprinten. Ein Schuss ist da drin. Kommst du von hier? Ja, ne? Oh, fuck, 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 fuck. Was muss ich? Leertaste, Leertaste, Leertaste. Ich drück Leertaste. Ich drück Leertaste. Verdammt, das lief so gut. Das lief so gut. Aber mit Maus ist es wesentlich einfacher. Warum spiele ich es nicht immer mit Maus? Es hat das Spiel minimiert. Ich habe zu viele Buttons gesmashed gerade eben. Okay, 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 okay. Okay, okay, okay. Okay, okay. Okay. Das nehmen wir mit. So, ich weiß nicht, wozu das Zimmer da hinten gut ist. Die kommen ja trotzdem rein und das hat eine Glasscheibe. Deshalb wette ich, die sehen, in welchen von den Schränken ich reingehe. Hier könnte ich mich noch verstecken, aber die sehen mich ja eh immer. Und das Verstecken braucht so lange, ich werde mich einfach nicht verstecken. Ich glaube, das ist eher eine Falle, wenn man sich versteckt. So. Jetzt probieren wir es mal mit Sneaky. Oh, fuck. Ich weiß auch nicht, welche Taste hier der Stealth Kill ist, wenn ich mit Tastatur spiele. Wahrscheinlich die Leertaste, ne? Ist doch immer die Leertaste. Okay, dort ist anscheinend niemand. Der kommt hier gleich rum. Dann werden wir ihm einfach mal Hallo sagen. Okay, gut. Das werden die anderen gehört haben. Hier einer? Muss so einer gucken kommen, was da so geknallt hat, oder nicht? Komm her! Eigentlich wollte ich gerade nachladen. Huch! Wow, fuck, 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 fuck. Oh, fuck! Da duckt der sich nochmal weg. So, na bitte. Okay, jetzt stehen bleiben und regenerieren. Der andere weiß nicht, wo ich bin. Wenn es überhaupt noch einen gibt. Gibt es noch einen? Gibt keinen mehr. Okay, gut, gut, gut. Dann kann ich jetzt wieder rüber zum Controller.
Warum sieht fast so aus wie ein Jack Sparrow? Danke, Star. Und einen schönen guten Tag dir. Hallöchen. Mann, Achim. Hast du noch was gedroppt? Nein. Okay. Also Leute, merkt euch, Shooter niemals mit dem Controller spielen, ne? Macht man nicht. Pfui. Wer Shooter mit dem Controller spielt, gehört zu einer ganz furchtbaren Sorte Mensch. Nämlich die Sorte Mensch, die behauptet, sie können es mit Controller eigentlich auch ganz gut. Mit Controller, finde ich, geht es einfach besser, dieses in Deckung gehen und so weiter. Das passt auch so sehr zu ihr hier. Aber das Zielen und Kopfschüsse verteilen, das geht gar nicht mit dem Controller. Habe ich eigentlich jetzt noch eine Axt dabei? Ja, habe ich. Wo ist denn der jetzt so hin? Sieht der mich? Was macht denn der da jetzt? Weil hier durchgucken kann ich auch nicht, dann sieht er mich auch. Okay, jetzt könnte ich ihm von hinten eins mit der Axt geben. Das würde ich gerne mal probieren. Beachte nicht den Schein von hinten! Huch! Oh, ich hatte kurz Angst, dass der sich wehrt. Weil der mit Rotleuchten angefangen hat. Huch! Okay, nee, leuchtet nur. Zack! Nachladen? Ist schon nachgeladen? Okay. Oh. Ja, geh einfach wieder zurück. Du warst gerade so schön am Kriechen, Mensch. Ich wollte dich nicht stören. Okay. Was war denn das jetzt für ein Geräusch? Oh! Oh Gott, wir kriegen Besuch von... Oh! Ihmchen gibt's wieder. Das ist ja lustig, dich hebe ich mir auf. Okay, das heißt, wir müssen leise sein. Aber dich könnte ich schön als Mine nehmen. Wenn ich irgendwo leer mache und er kommt dann angerobbt... Kann ich da wen anders reinjagen? Was ist mit dir? Du greifst mir doch bestimmt an die Füße, wenn ich über dich rüberlaufe. Nee, dann gehe ich lieber hier lang. Du fasst mir doch auch an die Füße. Kann ich das hier aufmachen, ohne dass der links mich hört? Der ist gerade eh so mit Fressen beschäftigt. Ich glaube, der würde mich gar nicht hören. Ich gehe trotzdem mal lieber auf Nummer sicher. Oh, da kommt auch noch einer. Geht da mal gucken. Geht da mal hin. Genau. Genau so ist brav. Oh Gott. Auf das Ding. Und nein, da. Genau. Und hinter dir wieder schön zumachen. Okay. Sieht soweit ganz gut aus. Wow. Krabbelst du hier immer im Kreis? Muss ich dir hinterher? Kommt da eventuell noch einer? Du kommst ja wieder zurück. Ich weiß nicht, was du mit deiner Lunge gemacht hast, aber es sieht totschick aus. Oh Gott, der kommt schon wieder zurück. Das stimmt doch nicht mit dir. So unentschlossen. Das können wir ihn gar nicht leiden. Oh yay. Okay, nein, das sieht schon wieder ganz schäbig aus. Ich weiß genau, wo wir sind. Das ist nicht okay. Okay, ja.
Warte, kann ich mich hier irgendwo verstecken? Nein. Aber ich kann rennen. Rennen. Oh, dass die an denen aber auch nicht vorbeirennen kann, sondern immer nur in die Reihen. Fucking hell. Oh Gott, nein. Dankeschön. Nimm das auch noch mit. Sind die hier alle in dem Gang hinter mir? Kann ich mal kurz eine Runde warten? Oh, warte, die Dinger sind schnell, ne? Oh, okay, der hat was gefunden zum Fressen. Gut, gut, ist gut. Rein in die Plörre. Schön. Durch die Kanaille. Oh Gott, eigentlich müsste ich sie wirklich mal kurz verschnaufen lassen, aber... Oh Gott, nachladen! Nachladen vergessen. Okay, ich gehe wieder zurück zur Maus. Ach so, vorher erstmal Waffe wechseln wäre nicht schlecht, wie auch immer das auf Tastatur geht. Es ist überhaupt nicht okay, was hier passiert. So, das ist schon mal ein richtig guter Moment, wenn man weiß, dass man hier sprinten kann. Nachgeladen, mitgenommen, losgerannt. So, das ist wurscht, wir rennen hier eh gleich ins Wasser rein. Nachladen nicht vergessen. So, hoch da. Nachladen nicht vergessen. Dass ich mal das Nachladen vergesse. Ja, macht sie doch eigentlich auch automatisch, wie mir gerade auffällt. Noch so einer. Noch mehr Muni. Oh Gott. Oh Gott. Mach auf. Und mach dann schnell wieder zu. Okay, ich bin wieder am Controller. Wunderbärchen. Gut. Toll, jetzt switche ich immer hin und her zwischen Controller und Maus und Tastatur. Das ist ja irgendwie echt nicht Sinn und Zweck der Sache. Oh Gott. Haben wir noch immer Munition? Wir haben noch immer viel zu viel Munition. Und in Wirklichkeit liegen wir die ganze Zeit in der Wanne. Ist eigentlich super lässig, wenn man mal drüber nachdenkt. Stell mal vor, man würde den Stem umbauen, dass man damit Urlaub machen kann oder so. Wie geil wäre das denn? Sehr enttäuschend, Kid. So eine einfache Mission und sie machen Probleme. Zum Glück für uns gibt es immer einen Plan B. Nicht alles, was sie von uns bekommen, nützt ihnen. Die Infusion. Was haben sie mir gegeben? Wir mussten wissen, ob man im System überleben kann. Aber wir wollten niemanden von Wert riskieren. Sie sollten uns mit hineintragen. Und hier bin ich. Nein, es ist Ruvik. Er macht das alles hier. Was? Okay, ich sag doch, er kam mit der Infusion. Okay, so viel. Das verstehe ich schon mal. Aber, und was macht er jetzt hier? Dann soll er doch Leslie holen und gut ist. Dann habe ich ja meine Mission doch irgendwie erfüllt. Geht's hier raus? Kann ich das. Ah! Ah! Hat Baume den Tod nicht gezählt? Oh, hab ich nicht? Jetzt sind wir echt schon bei 18. Wow. Wir kriegen noch mehr Schrotmunition. Oh, ich finde das überhaupt nicht gut. Ich finde das überhaupt. Wir haben eine Miezekatze. Oh, na endlich. Na endlich. Und da liegt auch noch eine Akte, die wir dann noch lesen können in der nächsten Folge. Ich finde, die da dramatische Musik kann ruhig langsam mal ausgehen. Die geht schon die ganze Zeit, kann das sein? Oh, Gott sei Dank, Miezekatze. Oh, was auch immer die Miezekatze zu tun hat, warum das für sie so ein Platz des Speicherns ist. Und bei Sebastian ist es ja eher die Anstalt, in der Tatjana gearbeitet hat, aber wie auch immer. Odris, grüß dich! Oh,
Oh, die Musik ist mir gerade echt zuwider. Entschuldigung. Ach nee, aber dann streichelt sie die Katze nicht mehr. Na gut, Katze hat Vorrang. Auch bei hektischer Musik. Man muss seine Prinzipien setzen. Gut, okay, wir haben Mobius irgendwie hier reingeholt. Durch die Infusion? Aber das muss doch ein Bewusstsein sein. Dann war es wohl sowas wie eine Bakterie oder so. Vielleicht haben sie ihr Bewusstsein auf kleine Bakterien projiziert, die jetzt in dem Stem... Nee, das macht nicht so richtig Sinn. Sie mussten wissen, ob man im Stem überleben kann. Baume, wann sind wir da? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Weit kann es nicht mehr sein. Ich glaube, wir müssen jetzt noch den Mobius-Wichser platt machen und dann gehen wir einfach raus aus dem Stem und dann ist gut. Ja, also so ganz wie der hier reingekommen ist und warum der ein eigenes Bewusstsein hat, ist mir noch unklar. Weil eigentlich müsste er am Stem dranhängen. Aber gut, es gibt ja jetzt auch die WLAN-Verbindung. Keine Ahnung. Ich mache hier einen Cut. Ihr lieben YouTuber, auf Wiederschauen. Bis zur nächsten Folge. Ich bin der Baume. Auf Wiederschauen und reingehauen.